Jo Leute, was geht bei euch? Bei mir ist wieder Tag auf angesagt und zwar wollte ich gerade auf Reserve zum vierten Mal die Quest The Bunker, also der Bunker Part 1 von Bravo machen. Mich dreimal schon über den Haufen geschossen und dann habe ich mich ein viertes Mal nochmal reingewagt. Und ja, da ist mir etwas sehr, sehr Seltsames passiert. Da bräuchte ich eure Hilfe, eure Meinung sozusagen für mich. Eigentlich, ich weiß, man sollte nicht voreilig mit sowas um sich schmeißen, aber für mich ist es ein Hacker gewesen. Und aber ich bin noch nicht so lange der Tarkov-Spieler. Also es ist sehr komisch. Es ist sehr komisch gewesen, aber ich bin auf eure Meinung gespannt. Und ja, ich lasse euch mal das Video komplett durchlaufen. Also ich kürze es nicht, ich schneide es nicht, damit ihr wirklich auch die Akustik alles verfolgen könnt. Ich lasse euch das Video mal so, wie es ist. Ich nehme meine Facecam dann raus, quatsch auch sozusagen dann nicht dazwischen, dass ihr wirklich alles hören und sehen könnt, was ich gehört und gesehen habe im Spiel. Ja, dann freue ich mich auf eure Meinung. Würde mich sehr interessieren und würde mir auch weiterhelfen. Was natürlich, was ich noch erwähnen wollte, ist, was auch sehr verdächtig ist, am Ende siehst du ja immer, wer dich erschossen hat. Und dann hast du ja so ein kleines Symbol, so ein kleines Warndreieck oder so, wo du halt denjenigen bei Battlestate Games melden kannst als Cheater. Dieses Teil fehlt. Das hatte ich schon mal. Das war auch so eine verdächtige Situation. Die war aber nicht ganz so verdächtig wie jetzt, aber da fehlte auch dieses kleine Symbol und das macht mich doch schon stutzig. Keine Ahnung, warum das Symbol fehlt. Vielleicht macht es die Cheat-Software ja gleich mit weg, dass du es so nicht melden kannst. Okay, Leute, wir sehen uns und hören uns und ja, schreibt mir in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Bis dahin, tschüssi.
Da wurde...